Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute ist ein ganz besonderer Tag, vor allem für Hakan. Er freut sich schon mega auf diesen Tag und kann es kaum abwarten. Heute kommen nämlich seine Eltern und seine Geschwister, also Family Fun, kommt heute aus dem langen 3- bzw. 4-wöchigen Urlaub zurück. Wir haben die so lange nicht mehr gesehen und heute ist es endlich soweit, sie kommen zurück. Und natürlich gehen wir sie besuchen und ihr dürft uns begleiten. Aber zuvor wollten wir noch einiges einkaufen für die, weil wir uns dachten, der Kühlschrank ist bestimmt leer bei denen. Und wollten zu Hause alles schön dekorieren mit herzlich willkommen oder welcome back, je nachdem was sie finden. Ein paar kleine Ballons vielleicht aufblasen, damit sie sich endlich wieder freuen, zu Hause zu sein. Eigentlich wollte ich auch noch was kochen für die. Ich wollte Spaghetti Bolognese machen, weil ich mir dachte, die haben bestimmt Hunger, wenn sie von der langen Fahrt kommen. Und haben lange, lange nicht mehr Spaghetti Bolognese gegessen. Ich glaube nicht, dass sie das in der Türkei gekocht haben. Aber Robert und Gian haben wohl Pizza so sehr vermisst, dass sie sich eine Pizza bestellen wollen. Deswegen wird es mit dem Kochen jetzt nichts. Aber wie gesagt, wir gehen erstmal gemeinsam für Family Fun einkaufen und dann dekorieren wir alles bei denen zu Hause. Und ihr dürft uns begleiten. Ich warte jetzt nur noch auf den Hakan, damit er wach wird. Er hatte nämlich Frühschicht, ist aus der Arbeit gekommen, hat sich ein bisschen schlafen gelegt. Es ist jetzt mittlerweile 5 Uhr und die Eltern dürften so gegen 9 Uhr zu Hause sein. Also haben wir noch ein bisschen Zeit, kein Zeitdruck. Das ist gut und ja, bleibt einfach dran. Und schaut, was heute noch so passiert. So, und da der Hakan jetzt auch endlich wach ist, können wir ja in den Tag starten. Hasch ist dann jetzt auch bald geschafft. Ja, du weißt ja, mit langen Haaren ist nicht mehr so einfach. Ich will einfach so rausgehen. So, jetzt sind wir mal hier und schauen nach Ballons. Es gibt aber leider nur Girlanden mit Party. Mit Party? Ja, es gibt keine mit dem. Mit Welcome. Ja. Sollen wir dann nur Ballons kaufen? Oder was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Gibt es nicht irgendwie Raum, irgendwas? Es gibt nur Banner. Oh, was ist das? Wir sind jetzt nur noch schnell einkaufen für Family Fun. Für die liebe Familie Fun. Cola oder so kaufen für Gianro. Ja, Getränke dann später. Aber wobei, die haben das bestimmt auch gebunkert im Keller. Ich bin mir nicht sicher. Also. Oder? Ja. Wo sind die Putenwiener? Ah, da. Das war doch orange. Ja, aber das sind mit Käse. Ach so. Wo gehört das dazu? Das gehört ja bei denen rein. Kannst du in den Korb reintun. So. Und das? Bei uns. Ja. Genau, die Eier. Ah, nimmst du mir die Tüte noch ab. Passt das noch rein? Ja, aber nicht, dass die Eier kaputt gehen. So, und bis Mama und so kommen, haben wir noch ein bisschen Zeit und wir vertreiben uns die Zeit mit Shoppen. So, Leute, wir sind fertig. Also ich habe echt geil geshoppt, muss ich sagen. Ilka hat auch geshoppt, die hat auch was gekriegt. Eine Vase. Ja, eine Vase. Eine Vase. Für 1,95 Euro, okay. Naja, also wir sind jetzt komplett fertig, sogar mit Shoppen und wir haben immer noch 1,5 Stunden Zeit, bis Mama, Robert, Miley und Gian da sind. Also noch genügend Zeit, um alles schön zu dekorieren. Ich hoffe, die werden sich freuen, aber ich denke schon. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach, wenn wir bei denen sind. Wir sind jetzt da. Hat sich was verändert, seitdem du das letzte Mal hier warst? Was soll ich denn sagen? Wir tun jetzt mal alle Jalousien hoch und lüften hier mal richtig schön, dass es auch richtig frisch ist, wenn die wieder zurückkommen. Wir tun das jetzt erstmal alles in den Kühlschrank einsortieren und danach wird geschmückt und dekoriert. Und Ballon und die abstreifen. Ja. So, wir sind fertig. Also hier hängen ein paar Ballons, da auch. Ich finde, es schaut richtig cool aus. Und da drüben habe ich jetzt noch ein paar Ballons aufgehangen. Und Hakan ist jetzt noch ein bisschen am Aufräumen. So, und jetzt schau mal, wann die kommen. Mama hat uns deren Live-Standort geschickt. Das heißt, wir können sie jede Sekunde verfolgen. 45 Minuten. Oh, okay. Dann mache ich uns jetzt mal in der Zeit was zum Essen. Mommy! Mommy! Mommy!
gemacht. Warum? Weil wir hier drin auf euch warten wollen. Also, wir haben keinen Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel. Wieso habt ihr keinen Schlüssel? Ja, mein Schlüssel ist ganz hinten Hallo. Drin. Schau mal, komm nochmal. Nochmal, die kommen rein. Mach mal. Mach sie mal, komm. So, nochmal. Weil du nicht gescheit husten kannst. Das war so 1 Euro Teddyzeug, deswegen wische. 1 Euro Zeug. Wie geht's? Und wie war's? Sie ist schon gar nichts mehr. Aua, ich hab die Kamera, hallo! Die Beate B-Fans! Hallo, wir sind da! Oh mein Gott, mein Haus! Katastrophe! Mein Haus! Ich sag's euch! Mein Haus! Ihr werdet nicht stoppen, ich fahre nie in die Türkei! Auch wenn ich älter bin und Familie hab! So Leute, also wir sind jetzt mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Wir haben uns jetzt bei meinen Eltern über 1,5 Stunden oder 2 Stunden knapp unterhalten. Deswegen haben wir nicht mehr viel gefilmt. Die Ika ist hier gerade am Aufputzen. Wir vermuten, glaube ich, die Nala hat irgendwie in die Wohnung gekotzt. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ja, jetzt machen wir es eigentlich nur noch gemütlich und dann heißt ab ins Bett. Und wie ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei Tag 2. Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu Tag 2 in unserem Leben bzw. in diesem Vlog. Hakan ist heute wieder in der Arbeit, er hat wieder Frühschicht dieses Wochenende und ich bin alleine zu Hause, habe komplett die Wohnung wie immer geputzt, habe schon Wäsche gewaschen, also ich war heute richtig fleißig und es ist gerade mal 9:30 Uhr. Mein Bruder kommt heute zum Frühstück, deswegen bereite ich uns jetzt was zum Essen vor und natürlich dürft ihr uns auch heute wieder begleiten. So, Frühstück ist fertig und da mein Bruder auch schon da ist, können wir jetzt essen. Schaut mal, mein Bruder hat ein kleines Geschenk dabei, eine neue Shisha für uns, komplett in schwarz. Finde ich richtig geil, ich stehe ja zurzeit richtig auf schwarz. Perfekt. Fertig. Rauchen wir jetzt, oder? Jetzt rauchen wir. Also, wir haben die Shisha jetzt angezündet, dampft richtig gut, gell? Ich halte es jetzt aber gar nicht mehr aus, es ist so heiß. Ich habe jetzt auch schon mein Bikini angezündet. Ich gehe jetzt auf jeden Fall im Pool. Schaut mal, wer aus der Arbeit da ist. Mein Schatz. Voll Hunger. So, meine Lieben, wir sind wieder fertig gemacht und sitzen im Auto. Es geht los, wir ziehen weiter. Und zwar nennt sich das Volksfest bei uns Plärra. Und das hat Plärra. Und das hat immer 2-mal im Jahr, jeweils 2 Wochen geöffnet. Und da gehen wir jetzt mit unseren Nachbarn und mit meinem Bruder und seiner Freundin hin ein bisschen bummeln. Und der Plärra ist bekannt für seinen Steckerlfisch. Da werden wir jetzt Fisch essen gehen. Meine Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Es ist mittlerweile 11:30 Uhr. Wir waren bei Edda, waren dort noch eingeladen und da sind wir ganz lange gesessen. Jetzt sind wir zu Hause und wir sind fix und fertig. Deswegen beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, der Tag mit uns hat euch gefallen. Ihr lasst uns ein paar Daumen. Ich natürlich auch. Ich packe wieder mein Zeug, weil ich morgen früh arbeiten muss. Genau. Gute Nacht wünschen wir euch und für alle, die uns noch nicht abonniert haben, hier könnt ihr uns kostenlos abonnieren. Bis dann. Tschüss.